Schätze! Wir haben es. Es hat sich alles gelohnt. Alles! Nicht so voreilig. Nun, da. Was war das? Wir wären fast gestorben, wenn ihr nicht hier wärt. Ihr habt nicht die nötige. Vielleicht habt ihr recht. Die Zakarum wollten Kaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Aber wir haben die Kaiser noch nicht von den uralten Gesetzen des Exils abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden sind, werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt, um mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlurfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Ein echter Folter. Dämonen sind groß und imposant. Die Staubkobolde sind kaum größer als Kinder. Doch sie besitzen den Scharfsinn und den Blutdurst weit größerer Kreaturen. Sie suchen Schutz im Schatten und kommen nur dann hervor, wenn sich potenzielle Beute zu nah heranwagt. Dann schlagen sie aus dem Hinterhalt zu und lassen kaum mehr als Knochen zurück. Meine Taschen sind voll. Ich muss zurückkehren. Neue Waren. Ich habe gehört, ihr seid aus Tristram hierher gekommen. Meine Familie kommt von dort. Diese Gegend ist wirklich vom Pech verfolgt, nicht?
der Magier-Clan-Kriege beschworen die Vistcherei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umher patrouillierten, wurde die Haut der Dämonen hart wie Stein und Dreck verkrustet. Am Ende überdauerten sie ihre Meister. Heute verraten nur noch die leuchtenden Runen auf ihren Schädeln ihren wahren Ursprung. Der Felswurm ist womöglich die widerlichste Kreatur, welche die Welt je durch ihre Anwesenheit verpestet hat. Bar jeglicher Merkmale, außer seiner massiven Kiefer, lässt sich der Felswurm als riesiger Evertebrat klassifizieren. Ich würde ihn nur allzu gern genauer studieren, aber seine Angewohnheit, sich zu vergraben, macht es ausgesprochen schwer, ihn zu verfolgen. Hallo. Hallo? 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 Hallo. Na? Na, ja, das USB-Kabel war nicht drin, deswegen konnte man nichts hören. Achso. Ich habe hier die ganze Zeit Hallo gesagt, aber du hast, von dir kam nichts. Ich habe auch Hallo gesagt, aber kam nichts. Ja, ich wollte dir gerade schreiben, warte, aber da warst du schon wieder weg. Nee. Ja. Habt ihr schon gegessen? Nee, noch nicht. Aber Sarah wollte nochmal Mettbrötchen essen, ne? Richtig. Ja gut, ne, dann hat, weil ich war mir sicher, ob sie sich jetzt doch, weil wir bestellen nämlich jetzt, deswegen. Achso, ne, wir essen eh erst später. Ja. Achso, okay. Ja. Dann viel Spaß noch. Danke, euch auch. Der Robert kommt nicht mehr, ne, denke ich mal. Kommst du noch online?
Ja, bis Essen da ist, glaube ich, oder? Ja, bis Essen da ist, sagt's. Also quasi jetzt gleich. Ach so, okay. Ja? Alles klar, aber danke. Bitte, tschö. Tschö. Im östlichen Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, die Kreuzritter genannt werden. Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten. Hatte ich ganz anders. Ich kehre in die Stadt zurück. Tyrell, es war eine äußerst interessante... Gut gemacht. In der... Ich...